Hi ho und willkommen zurück, meine lieben Zwerge und Zwergenfreunde zu Game of Dwarves. Jo, wir sind wieder mitten im Geschehen. Wir müssen immer noch das Labor weiter infiltrieren. Dafür müssten wir aber vorher unsere Truppen besser upgraden, weil das Viehzeug, was da rumläuft, sieht garstig aus. Deswegen müssen wir gucken, dass wir mehr Obsidian und mehr Dings kommen. Sag schon. Obsidian und Titan. Und wir bräuchten vielleicht noch einen Militärzwerg, einen Nahkämpfer. Dass wir drei Nahkämpfer, zwei Fernkämpfer haben. Und natürlich Verbesserungen für alle. Jo. Gucken wir mal, wo wir noch überall bauen müssen, übrigens. Ja, da ist unser neuer Zwerg. Also Böden ersetzen. Hier zum Beispiel wäre mal sehr wichtig, dass wir hier die Böden ersetzen. Hier haben wir sie ja schon alle ersetzt. Sehr gut. Dass wir hier den Raum mal fertig machen können. Und den Raum hier fertig machen. Also ja, die Mitte, die könnte ich schon mal mit irgendwas abstecken. Ich hätte auch, könnte Obsidianböden nehmen. Laubböden, Holzboden, Dielenboden. Steinboden. Haben wir irgendwas, was etwas schicker aussieht? Wie Marmorböden? Nö. Weil das da drüben will ich alles gerne laut machen. Also den Teil hier. Obwohl, wenn dann durch den gesamten Mittelgang. Hier. Abstecken. So, waren das alle Bodenplatten? Nein, das waren jetzt alle Bodenplatten. So, und hier oben alles. Ups, das war jetzt zu viel. Da fehlt noch eine. So, weil auf der Seite kommt jetzt Stein hin. So. Und ein Steinboden. Jetzt bräuchte ich nur halt was für die Mitte. Ich würde wahrscheinlich am ehesten Dielenboden oder Moosboden. Ne, nehmen wir Dielenboden. Nehmen. So. Ihr könnt ruhig weiterarbeiten. Und hier alles verkleiden. Ja, gut, das sieht okay aus. Da werden nachher nämlich die Labore doch hier rüber verlegt, wahrscheinlich. Sobald wir hier mit dem allem fertig sind. Eins, zwei. Da würden nur drei Betten passen. Ich könnte noch eins breiter machen. Da wäre aber der Raum unsymmetrisch.
Muss ich das nachher anders lösen. Auf jeden Fall kann hier noch mal eine Bodendiele hin. Also eine Steinfliese. Und ja, da müssen wir mal gucken, dass wir hier unten mal weiter graben. Hier zum Beispiel war noch eine Tür im Weg. Und ja, den Raum würde ich gern mal erkunden. Dann hätten wir hier noch Gold, was ich gern hätte. Und hier darüber würde ich auch gern mal buddeln. So. Hier wäre auch noch Gold und Eisen. Und wahrscheinlich ist hier oben auch noch Gold, das ich gerne hätte. Und irgendwas macht wieder mal komische Geräusche. Oh, Turmalin. Ist da eine Ader? Ja, da ist sogar noch mehr als eine Ader. Hier ist ganz schön viel Turmalin drin. So. Oh, hier ist auch noch Gold. Wahrscheinlich auch wieder eine Ader. Eisen und Titan. Hm? Fühlen sich die Militärs angesprochen? Jupp. Jedenfalls die Fernkämpfer fühlen sich angesprochen. Die Nahkämpfer nicht ganz so. Den helfen wir mal ein bisschen nach. So. Weil wir nehmen alles mit, was wir kriegen können. Jo. Feinde besiegt haben wir jetzt auch geschafft mittlerweile. Was wollte ich jetzt verbessern? Gelehrte oder... Ne, ich wollte in Richtung Soldatenkultur. So, das war der Gegner hier. Oh. Ja, Gold brauchen wir mal wieder keins für den Augenblick. Eisen nehme ich aber gerne mit. So, währenddessen kümmern wir uns hier oben. Während hier Buddelbefehle gegeben wurden, können wir uns hier oben ja weiter mal kümmern. So. Gut. Ein Esstisch hier drüben wäre nicht schlecht. Ja, nehmen wir den Turmalintisch. Was soll's, Gott. Die 25 Turmalin tun jetzt nicht so sehr weh. Wie sieht es eigentlich mit den ganz guten Betten aus? Drakonisches Bett. Ja, dafür hätten wir nicht. Haben wir leider nicht genug Mauerstein. So. Jetzt erstmal das Zeug hier verschieben.
Oh, und einen guten Tisch bräuchten, einen großen Tisch, einen guten bräuchten wir auch noch. Großer Marmortisch und normaler Marmortisch. Ein Steintisch. So. Dann können wir den Tisch nämlich verkaufen. So gut, Betten arrangieren. George. Ja, hier kommt noch eins hin und... Komm schon. Da eins. Den Tisch stelle ich etwas hier mittig auf. Da könnte ich den Wissenschaftlern eigentlich fast die Ecke da lassen. Oh, wir sind durchgebrochen. In die nächste Goblin-Behausung. Das war nicht so toll, wie ich es erwartet hätte. Nicht auf den da ballern. So, dankeschön. Oh, hier gibt es Stein. Stein habe ich gern. Nur hier gibt es leider nichts ressourcenmäßig Gescheites drin. Leider. Ah, du begräbst hier, das ist auch gut. Ah ja, gerade Turmalin ist wichtig für uns. Und ja, ich würde wirklich sagen, die Wissenschaftler kann ich hier in der Ecke arbeiten lassen. Das heißt, ich kann auch hier noch ein Bett aufstellen. Und die billigen Stühle, die könnte ich mal verkaufen, theoretisch. Und mir was Besseres dafür kaufen an Stühlen. Was hätten wir denn Schönes an Stühlen? Herrschaftlicher Stuhl, normaler Steinstuhl, Stuhl mit Kissen. So. Betten stehen. Den Tisch verschiebe ich dann mal hier hin und drehe ihn so. Dann können wir hier nämlich ja, die Ecke für die Wissenschaftler machen. Ich mache mal hier so eine Linie aus Steinboden. Und den Bereich machen wir zum Wohnzimmer. Lassen jetzt ruhig mal die Zeit weiterlaufen. So. Und so. Und ja, das hier müssen wir auch noch irgendwie dann schön einfärben. Könnten wir theoretisch mit Obsidian einfärben. Dass das ein bisschen wissenschaftlicher aussieht. Auch wenn wir jetzt nicht so viel Obsidian haben, aber... Obsidian wird ziemlich wenig gebraucht eigentlich. So, das ist mal eine schicke Arbeiter-Wissenschaftsecke. So, dann kriegen sie noch einen Pflanzkübel hier hingestellt und sind fertig. Und weil ich es mir definitiv leisten kann,
Setze ich hier noch einen zweiten Steintisch hin, dann haben wir zwei Steintische. Wenn das doch nicht mal dekadent ist.